Hallöchen und willkommen zurück zu Let's Play Darksiders mit Java 1.0p. Ich habe im letzten Part schon das Rätsel ein wenig gelöst, was wir hier vor uns haben. Ich denke mal, dass wir das Ding hier drauf schieben müssen und dann hochfahren müssen. Und dann bleibt für mich nur noch die Frage. Und tschüss. So, jetzt ist das Teil da drauf. Jetzt bleibt mir nur noch die Frage, wie kriegen wir das dann? Aber vielleicht... Ja, wir probieren das gleich mal aus. Ich könnte mir vorstellen, dass wir mit diesem Schlag, das fliegt ja ziemlich geradeaus damit. So. Dass wir das da vielleicht so rüberschleudern können. Rüberschießen können, sozusagen. Irgendwo. Vielleicht von hier. Ja, genau das hatte ich gehofft. Sehr gut. Dann können wir das jetzt hier auf die Plattform draufpacken. Die können wir dann wieder hochfahren. Das ging aber erst oben, ne? Und wir müssen hier auf die Dinger aufpassen. Tröst du mich? Wow. Aha. Ja, ich weiß, wie das geht. So, mir fällt gerade auf, dass wir fast keine Leben mehr haben. Ich war jetzt gerade wieder kurz ruhig. Tut mir leid. Das ging schnell. So, und jetzt müssen wir hier hoch oder so. Wie kommen wir hier hoch? Ah, ah, ah. Oh mein Gott. Nein, daneben. Jetzt aber. Hier ist sonst weiter nichts. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Und da ist ein Spinnensymbol. Yo, ich glaube. Bin den mal auseinander. Das ist aber nett von dir. Ich will aber eigentlich halt keine ewige Ruhe haben. Ich verzichte. Danke. Oh, fuck, den wollte ich gerade werfen. Schade. Was? Oh, wir können die Dinger direkt platt machen. Seit wann geht das denn? Das ging doch im letzten Part noch nicht, oder? Matsch. Das ist das Tolle bei Darksiders, das ist halt echt... Aber die geben uns dann auch Leben wieder. Das ist natürlich cool. Das Tolle bei Darksiders 1 ist echt, dass man einfach... Das ist ein ziemliches Prügelspiel. Krieg ist so stark, dass der eigentlich machen kann, was er will. Er braucht nicht ausweichen, bei fast keinem Gegner. Man kann sich einfach hier so ein Bett schnappen und das auf die Gegner schmeißen. Das ist mega witzig alles. Zack, zack, zack. Man haut einfach alles zu Brei, weil alles, was ankommt, dann macht man halt einmal diesen... Harpunenangriff und dann ist der Gegner auf Ratze. Das ist wunderbar. Ich kann dich exekutieren und dich kann ich weghauen. Und dich kann ich auch exekutieren. Und dann fehlst du noch. Zack. Bam, 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 bam. Und exekutieren. Und dann war's das. Ich verstehe immer noch nicht, warum hier ein Spinnen. Oh! Hallöchen. Ja, du bist netter. Hab mich gerade dazu entschieden, meine Chaosgestalt zu nutzen für den. Weil ich habe eh schon so wenig Leben und es geht schneller, wie man sieht. So, Siegel ist gelöst. Wir können weiter. Wunderschön. Wo zum Vogel? Wo kommen wir denn her? Kommen wir hierher? Nein, hier waren wir noch nicht. Gut. So, gib mir Leben. Gib mir Leben. Und du gib mir auch Leben. Ja, das sieht voll süß aus, wie du den auf den Kopf rumstammst. Sehr lustig. Sowas. Sehr amüsant. Ja, kommt her. Kommt her. Kommt her. Ihr kriegt alle voll die Breitseite mit meinem fetten Stiefel in die Phrasen.
So. Matsche. Nein! Zu ruhig. Das sieht so doof aus, wie der rumrennt und den dann einmal auf den Kopf tritt. Nein! Das ist das Problem, wenn sich dann aus Versehen schnappt man sich dann so einen Rollstuhl. Wow! So! Hier ist schon wieder so ein Spinnensymbol. Warum? Na komm! Und du kannst auch nochmal. Mit der Ferse in die Augenhöhle. So. Machen wir es jetzt mal. Kommen wir jetzt mal weiter hier, oder was? So viele Spinnensymbole auf der Karte und ich weiß nicht warum. Oh Jesus, da kommen wir noch nicht durch. Da fehlen Spinnen? Kann das sein? 3 Spinnen auf der Karte und 4 so komische Symbole da? Kann das Zufall sein? Was ist das denn? Achso. Kann das... Oh. Das ist kein Zufall. Warum habe ich jetzt die ganzen Spinnen nach und nach platt gemacht? Zeitverschwendung. Das sieht schon wieder sehr, sehr trittsicher aus. I love it. Ja. Damit war irgendwie zu rechnen. Das heißt, wir kommen nicht mehr zurück. Wunderschön. Lass mich... Schlüssel des Betrachters wird... Oh nö. Komm jetzt her, Mistvieh. Ey. Ne? Diese dämlichen Spinnen. Komm her. Da ist so ein Haken. Achso, wir können hier runter, okay. Ich hab gedacht, uns wird die Fähigkeit dafür fehlen. Ich denke mal, dass dieser Haken irgendwie... Den wollen wir uns nicht holen. Ah! Ja, wenn man vom Teufel spricht, damit kriegen wir die neue Fähigkeit, denke ich mal. Da, 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 da. Sieht geil aus. Nett. Ah! Big Mother. Abgrundkette feuert eine Kette mit Spitze ab, die sich an Feinden oder beweglichen Objekten festsetzt. Aha. Aua. Du bist ein mieses Mistvieh. Die Krallen von dem Viech sind mega... Na. Okay, wenn das Viech also so ankommt, dann kann man mit dreimal ausweichen oder so einfach sich verpischen. Ah, und da natürlich nicht, weil ich zu doof bin. Aua. Da haben wir am Ende nochmal kassiert, das ist ärgerlich. So, okay, exekutieren. Ja, das sieht doch schön von innen aufgespalten. Sehr gut. Nur ein bisschen schade, dass... Aha. Ah, okay, jetzt... Ja, in Ordnung. Alles klar, jetzt müssen wir also noch 3 Spinnen platt machen. Habe ich verstanden. Ja, habe ich mir schon gedacht, was wird mit so einer Kette da irgendwie... Oder mit so einem Seil hatte ich jetzt im Kopf. Da hinten ist eine Truhe, die habe ich gesehen. Da will ich nochmal zurück. Marsch. Hier hinten ist eine Truhe mit Zorn. Toll. Bringt uns nichts. Wir haben vollen Zorn. Also merken wir uns, wo auch immer wir gerade sind. Ach, wir haben die Schatzkarte noch gar nicht. Okay. Aber hier haben wir auf jeden Fall... Ach komm, wir nehmen die Kiste jetzt mit. Ich komme eh nicht nochmal zurück. Ich habe auch meinen Fluch dabei. Also insofern... Ich regeneriere. Ja, Zorn. Insofern...
Who cares? Who cares? Who cares? So, jetzt kann ich das hier irgendwie anvisieren, ne? Iai. Geil. Und da komme ich... Ah, okay. Okay. Komme ich hier irgendwie rum oder was? Oder wie? Oder wo? Ach so, okay. So geht's natürlich auch. Zack, hoch da. So, das kann ich nicht anvisieren. Das kann ich auch nicht anvisieren. Das ist natürlich doof. Da unten ist der Schlüssel des Betrag. Ich denke mal, dass wir hier runter müssen. So. Okay. Zack. Zack. Okay. Okay, können wir bis da hinten schießen? Nee, ne? Nö, sieht nicht so aus. Wo liegt denn jetzt die Kette? Ach so, die Kette ist also... Können wir hier durchschießen? Hallo? Okay, jetzt müssen wir die Chronosphäre da... hinten aktivieren. Das ist ärgerlich. Das ist die Frage. Erst Chronosphäre. Sehr gut. Gut gemacht, Krieg. Fall einfach mal nach 5 Minuten, nachdem ich hier stehe, darunter. Okay. Wir gehen darüber. Alles klar. Wir stellen uns hier ganz an den Rand, damit wir danach sofort weiter können. Rüsten. Rüsten unsere Kette aus. Zack. Und dann verkacken wir episch. Boah, das klingt aber laut. Hallo. Geh mal hoch. Okay, wir probieren es nochmal. So, als ob wir es jetzt zum ersten Mal probieren würden, ja? Bitte. Okay. Umdrehen. Kette ausrüsten. Nein. Rüber. Verkacken. Okay. Okay. Warum hast du jetzt das Teil nicht getroffen? Meine Fresse. Okay. Alles klar. Oh, wow. Okay, so, okay. Wir brauchen die Viecher noch nicht mal einmal treffen. Alles klar, was kriegen wir denn dafür? Wir kriegen den Schlüssel des Betrachters. Das heißt, wir haben richtig gehandelt. Wir mussten das nämlich alles machen hier. So, und jetzt zurück. Aha, okay. Zurück können wir jetzt die Dinger hier so platt machen. Und dann fliegen wir hier, denke ich mal, einfach drüber. Nein, doch nicht. Weg hier. Schnell weg hier. Von hier vielleicht? Okay. Nein. Von der Seite vielleicht? Geh hier hoch. Oh, ich habe immer Angst, dass die Viecher wieder aktiv werden, ey. Von der Seite geht das bestimmt. Yeah, genau so. Okay, alles klar. Jetzt kommen wir hier durch. Perfekt. Gut. Ein weiteres Rätsel. Beziehungsweise eher ein Geschicklichkeitstest gelöst und... Momentchen. Momentchen, ich bin scheiße. Ah, schön. Zack. Hoch da, hoch da, hoch da. Einmal bitte im Kreis hier rum und dann hoch da und hier runter und dann weiter und das ist, da kommen wir nicht durch, okay. Und weiter und jetzt könnten wir hier durch und jetzt will ich aber nochmal gucken. Nein, das geht auch nicht.
Zack. Nein. Mein Gott, du sollst dich verdammte Kacke da dran hoch Dingsbumsen. Danke. Okay, der Part ist aber auch zu Ende. Wir probieren im nächsten Part noch einmal. Oh, wir machen es jetzt noch. Komm, was soll der Quatsch? Die 16 Minuten habt ihr Zeit, denke ich mal. Warum nicht? Okay. Ah. Yes, geschafft. Sehr gut. Okay, alles klar. Jetzt können wir hier die Seelen rausholen und dann fliegen wir einfach wieder zurück. Zumindest in der Theorie. Und es funktioniert. Wunderbar. Mit einem Erfolgsgefühl beende ich diesen Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen und tschüss.